Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Konntet schon im Thumbnail sehen, heute schminken wir uns und zwar habe ich den neuesten Shit hier liegen. Purish hat mir das in PR zugeschickt und zwar von Love Cosmetics in Zusammenarbeit mit Oscar Atem. Ist eine wundervolle Reihe hier entstanden. Ich freue mich mega darüber. Ihr seht das Packaging schon, es ist einfach mega schön und ich kann es nicht abwarten. Wir haben heute Sonntag, gestern kam die Palette hier an und ich möchte sie einfach heute schon ausprobieren. Wir haben wundervolle Produkte und Love Cosmetics ist eh eine sehr gute Marke, finde ich. Wir werden auf jeden Fall in diesem Video diese Palette ausprobieren und wenn ihr wissen wollt, wie der Look am Ende wird, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Leute, diese Kollektion heißt die Artem Eye und ich werde euch unten das Video von Oscar in meine Infobox rein verlinken, da könnt ihr auch nochmal schauen. Er sagt ganz viel zu dieser Kollektion und sagt auch, was dahinter steckt und so weiter und er schminkt auch dort einen Look. Also er zeigt euch das, was man damit schminken kann und erklärt euch auch ein bisschen was zu den Farben und so. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal informieren. Ich finde auf jeden Fall die Palette erstmal mega schön. Also gefällt mir richtig gut hier mit dem Mond drauf. Einfach nur der Hammer. Aufgeklappt sieht die Palette einmal so aus. Also wir haben hier 15 gepresste Pigmente drin. Davon sind 2 Schimmertöne. Also einmal so ein Topperton hier unten und hier oben ein Champagnerton, wo man halt sehr gut die Farben mit toppen kann, so ein bisschen Highlights setzen kann. Und der Rest sind matte Töne. Wir haben hier aber auch 1, 2, 3 neonfarbene Töne drin und die leuchten, Leute. Und ich habe hier eine Taschenlampe und ich zeige euch das mal eben. Ich leuchte mal hier drauf und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt im Video jetzt, aber die leuchten, ne? Also hier der rote. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht hier im Licht. Ich werde nachher nochmal das Licht ausmachen. Auf jeden Fall leuchten die und damit kann man dann in der Disco oder so, ja, mega geil aussehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde versuchen, einen Neon-Look zu schminken und ich blende euch auch gleich Swatches noch ein. Da könnt ihr euch das noch näher angucken. Die Palette ist aktuell ausverkauft, habe ich gesehen. Ganz viele haben schon gefragt danach, ob ich wüsste, wo es die noch gibt. Ich habe sie bei Instagram gepostet. Leider ist sie im Moment nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ob sie jetzt zum Zeitpunkt, wo das Video online kommt, schon wieder da ist bei Purish. Ich werde euch auf jeden Fall einen Link unten reinsetzen. Da könnt ihr dann gucken, ob sie wieder da ist. Oscar hat nicht nur diese Palette rausgebracht, sondern auch noch 3 weitere Produkte und davon haben wir einmal ein Color Boost Eyeshadow Base. Das ist eine Eyeshadow Base, die weiß ist, also die ist so weiß wie die Wand und er hat auch selber in dem Video gesagt, wenn man dann noch weißen Lidschatten drüber geht, weißer geht's nicht, hat er gesagt und damit kann man halt sehr gut die Farben aufploppen lassen auf dem Auge, dass das nochmal richtig rauskommt, gerade die Neontöne und so, das werden wir gleich ausprobieren. Und dann haben wir hier noch Lashes und zwar Full Wispy Lashes, die Artem Eye und die sind wunderschön, die sind ganz flauschig und weich. Die kommen einmal hier so richtig schön in so einem Case drin und das wird mit Magnet verschlossen. Gefällt mir richtig gut, also das Packaging allein ist mega schön. Ich liebe ja so schwarze Verpackungen und sowas, wo was Tolles drauf ist. Und dann haben wir noch einen feinen Graphic Eyeliner, der ist auch richtig fein und richtig gut von der Qualität. Ich habe den schon ausprobiert. Man kann feine Linien, man kann breitere Linien, man kann mit ausmalen. Der bleibt bis zum letzten Tropfen schwarz, sagt er in seinem Video. Und genau, das werden wir jetzt auch ausprobieren und gucken dann, wie schön die Produkte am Ende aussehen. Ich bin gespannt. Ich werde auch versuchen, mal was Ausgefallenes heute zu schminken. Ich weiß aber nicht, ob das was wird. So, ich würde sagen, wir legen auch jetzt direkt los und ich fange einfach mal an und gebe mir den weißen Ton hier oben. Das ist die Farbe Yin. Die gebe ich mir mit einem Blenderpinsel einfach mal aufs komplette Lid drauf, einfach um so ein bisschen einen Untergrund zu schaffen und das gebe ich mir jetzt einfach aufs komplette Lid und blende mir das ein bisschen aus, damit ich halt einfach einen guten Untergrund habe. Ich habe ja ein Schlupflid und ich werde heute wahrscheinlich sehr weit hoch gehen mit den Farben, damit man was davon sieht. So, ich habe euch jetzt mal etwas näher geholt, damit ihr ein bisschen mehr seht. Ich werde jetzt einfach mal anfangen und gehe mit einem Blenderpinsel, der ist von Morphe, das ist so ein kleiner Blenderpinsel, gehe ich einfach mal in die Farbe Lost rein oder ich glaube, ich gehe in Beginning zuerst. Also ich habe jetzt keinen Look im Kopf, ne, den ich schminken möchte. Ich werde es einfach ausprobieren. Die Farben sind hochpigmentiert und das Grün, also der Pinsel nimmt das auch direkt auf. Krümelt ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Grün setze ich mir jetzt erstmal hier vorne rein. Also das ist auch schon ohne diese weiße Base
mega grün, finde ich. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Das mache ich jetzt auf beiden Seiten so. Jetzt gehe ich mit demselben Pinsel in das Gelb rein, die Farbe Lost. Das ist ja auch ein Neonton. Lade den Pinsel gut auf. Klopf gut ab, also die Farben krümeln auf jeden Fall. Und werde mir das jetzt hier oben dran setzen und verblende mir das so ein bisschen mit dem Grün schon. Und ziehe das schon so ein bisschen nach außen. Also die Farben sind schon echt krass. Ich weiß nicht, ob ich Neon im Alltag tragen würde, aber ich denke mal, wenn man auf jeden Fall weggeht oder so, kann man das auf jeden Fall tragen. Ich muss ehrlich sagen, so eine Palette habe ich bis jetzt noch nicht gehabt mit so Farben, die leuchten. Also ich finde das mega krass und eine mega gute Idee. So, jetzt habe ich hier grün, hier gelb und jetzt werde ich ein bisschen ins Dunklere gehen. Ich werde jetzt so ein bisschen in die Farbe Lotta reingehen. Das ist so ein Gärtnergrün, würde ich sagen. Das ist ein richtig schönes Grün und da habe ich einfach nur so ein bisschen reingedippt. Und den klopfe ich mir richtig gut ab und dann gehe ich hier in das Grün mit rein und verdunkel das einfach so ein bisschen. Ich versuche mir so eine kleine Cut Crease zu machen und zwar ab hier bis nach außen. Dafür benutzen wir jetzt die Eyeshadow Base. Ich hoffe, ich komme damit klar. Also ich zeige euch das mal gerade hier auf meiner Hand. Also das ist so weiß wie die Wand wirklich. Versuche ich jetzt mal mir hier was zu ziehen. Und zwar fange ich hier in der Mitte von meinem Auge an und gehe schräg hoch. Also das Weiß ist schon wie früher im Malkasten, dieses Deckweiß, was man hatte, ne? In die Farbe Diva gehe ich rein, das ist auch ein Neonton. Ich versuche wirklich diese Neontöne halt zu benutzen, Leute, damit man das am Ende auch sehen kann. Habe ich auch abgeklopft und den presse ich mir jetzt hier drauf. Leute, ich weiß, das sieht richtig abgefahren aus, aber ich hoffe, am Ende wird das was. Ich habe da sowas im Kopf und ich hoffe, das wird am Ende was. Also ich mache dasselbe jetzt auf der anderen Seite. Ich presse mir das Rot hier halt einfach drauf, ne? Vorsichtig und gehe da einfach an der weißen Base lang. Wisst ihr, der Look muss ja auch ein bisschen Oscar-gerecht werden, deshalb versuche ich heute mal ein bisschen echt hier auf die Kacke zu hauen. Meine Lieben, ich werde jetzt mit dem gleichen Rot, mit dem gleichen Pinsel hier unten am unteren Wimpernkranz lang tupfen. Also das werde ich wirklich tupfen. Die Farben sind so krass pigmentiert und das mache ich bis zur Mitte hin. So, und als nächstes gehe ich mit einem frischen Pinsel in die Farbe Aura rein. Das ist dieses knallige Pink. Das ist aber keine Neonfarbe, aber das sieht auch ziemlich neon aus. Ich glaube, in der Kamera kommt das nicht so gut rüber, aber es ist wirklich ziemlich neon. Das setze ich mir jetzt hier vorne dran an das Rot. Und die Farben, die sind einfach sofort da. Die sind einfach so mega krass. Also die sind echt so hammergeil pigmentiert. Man braucht so wenig davon. Und das verblende ich mir so ein bisschen schon mal mit dem Rot. Also dass das so ein bisschen ineinander geht. Oh Leute, also alltagstauglich ist dieser Look jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Also das ist nicht mehr alltagstauglich. Genau, jetzt überlege ich gerade. Also ich will auf jeden Fall einen Topperton benutzen. Und ich glaube, dass ich mir den Topperton, und zwar den Kund Alini, den versuche ich mir jetzt so ein bisschen aufzupressen und zwar auf das Grüne. Hier. So, das habe ich jetzt so ein bisschen getoppt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist auf jeden Fall hier der Topper drauf auf dieser grünen Fläche. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal mit meinem ersten Pinsel in das Gelb rein, aber nur so leicht. Blende das ein bisschen aus hier oben. Einfach noch ein bisschen weiter hochziehen und in das Grün gehe ich auch nochmal rein und das werde ich auch hier noch so ein bisschen hochziehen und verblenden. So, als nächstes setze ich mir den High Society Ton, das ist der Champagnerton. Den nehme ich mir mit so einem kleinen Stuppi-Pinsel auf und setze mir den hier in den Innenwinkel rein. Den Ton High Society gebe ich mir auch hier oben unter die Braue drunter. So Leute, ich hoffe, ihr könnt es ganz gut sehen. Also ich habe ja Schlupflider, ne? Bei mir verschwindet das halt drin und das würde dann so aussehen und zu dann so. Ja, jetzt werde ich das noch hier unten so ein bisschen ausblenden. Also das Ausblenden hat jetzt auch richtig gut geklappt. Jetzt werde ich versuchen, und zwar mit dem Eyeliner möchte ich jetzt gerne
um das Rote einmal rumgehen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Der Eyeliner hat auf jeden Fall die Funktion dafür, weil der sehr fein ist. Aber ob ich das jetzt hinkriege, ich probiere es jetzt einfach und ich glaube, ich brauche ein bisschen Concentration hier. So Leute, ich hoffe, ihr könnt es ganz gut sehen, was ich jetzt gemacht habe. Also ich bin jetzt einmal hier hoch und einmal hier rüber, ne? Jetzt versuche ich mir hier oben an dem Roten nochmal entlang zu gehen. Und zwar gehe ich jetzt nochmal mit meinem Cut Crease Pinsel in die weiße Farbe rein und habe mir das so ein bisschen abgestreift hier auf meiner Hand. Und da versuche ich mir jetzt hier nochmal eine Linie lang zu ziehen. So eine ganz feine, die an dem Rot entlang führt quasi. So, und jetzt gehe ich auf der weißen Linie hier oben einmal mit dem Pink, mit dem Aura, wo ich unten auch war, mit dem Wimpernkranz, einfach mit der Spitze drauf und abklopfen. Und das tupfe ich mir jetzt hier auf den weißen Rand quasi. Also der Eyeliner ist auf jeden Fall super, super tief schwarz, finde ich. Der funktioniert richtig gut und ich finde auch, dass das mit der weißen Base mega gut funktioniert. Ich lasse es jetzt so ein bisschen trocknen und dann werde ich meine Wimpern mal tuschen und dann gucken wir mal weiter. So Leute, so sieht der Look jetzt erstmal ohne Lashes aus. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt werden wir die Lashes auftragen und ich freue mich auf die Lashes jetzt am meisten, weil die sind einfach perfekt, ne? Ich finde das so toll, dass hier Lashes mit rausgekommen sind, weil bei so einer Palette hier braucht man Lashes. Also bei so einem Look braucht man Lashes. Das ist einfach so, wenn man krasse Farben trägt, finde ich, muss das sein. Und bei den Lashes hat er daran gedacht. Das hat er in seinem Video gesagt, dass da noch genug Platz dazwischen ist, dass man die Farben auch noch gut sieht. So, meine Lieben, das ist mein fertiger Oscar-Atem-Look. Also, ja, was soll ich sagen? Es ist super, super bunt geworden. Ich sehe aus wie aus den 80ern oder so. Also richtig heftig. Ich habe heute meine Haare natürlich auch passend dazu. Das sieht so krass aus, ne? Ja, ich habe es natürlich mächtig übertrieben, aber ich hätte vielleicht die Lippen schwarz machen sollen. Das hätte vielleicht ein bisschen cooler ausgesehen. Aber ansonsten, ja, finde ich es halt absolut der Hammer, ne? So, ich bin von den Wimpern mega begeistert. Die Wimpern sind der Shit. Das sind so schöne Wimpern. Also wenn ihr könnt, Leute, und ihr auf sowas steht, auf so Lashes und sowas, guckt euch diese Lashes an, sobald die wieder verfügbar sind. Die sind wirklich so schön und die sind ganz weich, so dass man mit ihnen kuscheln möchte. Also die sind wirklich, wirklich, wirklich weich. Die Produkte haben alle richtig gut funktioniert. Also auch die Base sowie der Stift, also der Eyeliner, das hat gut funktioniert. Da konnte ich gut mit umgehen. Hat richtig super funktioniert, muss ich echt sagen. Und die Palette sowieso, also das hat mega gut geklappt, fand ich. Ich habe jetzt noch Highlighter drauf gemacht, ein bisschen Blush und habe halt die Lippen noch gemacht und habe mir halt die Wimpern angeklebt. Das habe ich halt jetzt ohne euch gemacht. Das hätte hier den Rahmen jetzt gesprengt. Aber ja, ich gehe jetzt nochmal hier so ein bisschen, ich habe so ein bisschen zu viel Blush aufgetragen. Ich werde jetzt mal das Licht hier ausmachen und dann werde ich mal meine Taschenlampe holen und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier jetzt leuchtet. Leute, ich habe jetzt mal das Licht ausgemacht und ihr seht es schon, ne? Also es ist auf jeden Fall Neon ist da. Das sieht so heftig aus, wenn ihr jetzt, ihr müsst jetzt denken, ihr seid irgendwo im Club oder so. Wie heftig sieht das bitte mit den Wimpern aus? Also ich finde das mega krass. Schreibt mal unbedingt, was ihr dazu meint. Ich habe mir das übrigens auch so ein bisschen auf die Lippen gegeben, weil ich gedacht habe, das könnte auch so ein bisschen auf die Lippen. Ja, sieht auf jeden Fall mega cool aus. Und hier sieht man tatsächlich den Fallout, ne? Da kann ich mit dem Pinsel jetzt lang gehen und kann das ein bisschen wegmachen. Man sieht tatsächlich, wo man dann geschludert hat. Das muss man dann auf jeden Fall nachprüfen, bevor man irgendwo hingeht. Und jetzt guckt mal, ich habe auf jeden Fall, das seht ihr glaube ich nicht, ich habe die ganzen Pigmente im Haar verteilt. Ihr seht das, glaube ich. Also richtig witzig, ne? Da seht ihr mal, wie viel das staubt. Hier auf meinem Tisch ist auch alles voll. Also hier ist wirklich alles voll. Sieht man erstmal auf meinem Handy sogar, wie viel Dreck Make-up eigentlich macht. Ihr Lieben, das war auf jeden Fall mein Look gewesen zu Oscar, seiner Palette in Zusammenarbeit mit Love Cosmetics. Und ich danke Purich für die Zusendung. Ich freue mich mega darüber. Ich werde die auf jeden Fall öfters benutzen. Ich finde halt, die Palette ist was ganz, ganz, ganz Besonderes wegen diesen Neonfarben. Und die funktionieren halt wirklich auch sehr gut. Also ihr seht, ich schminke sowas ja eigentlich nie, ne? Und das ist jetzt halt wirklich gut gelungen damit, weil die Farben halt einfach auch so gut funktionieren, ne? Schreibt mir unbedingt in die Kommentare,
was ihr von diesem schrägen Look haltet. Also ich komme mir gerade vor wie Barbie. Und schreibt mir, ob ihr euch die Palette auch geholt habt oder ob ihr sie vielleicht schon sogar zu Hause habt. Also ich weiß von einigen von meinen Zuschauern, sie haben sie schon zu Hause, haben sich auch bestellt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten schaut gerne bei Oscar vorbei, falls ihr ihn noch nicht kennt. Das ist so eine wirklich tolle, besondere, außergewöhnliche Person. Super sympathisch. Ich schaue ihn mega gern. Und er macht halt wirklich so außergewöhnliche Sachen. Und ich habe gedacht, zu dieser Palette braucht man jetzt auch einen außergewöhnlichen Look. Und den habe ich jetzt heute gemacht. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, falls ich euch jetzt nicht verschreckt habe. Lasst meinem Video gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Das ist komplett kostenfrei für euch. Und ich versuche immer für jeden ein Video zu machen, damit für jeden was dabei ist. Also ich habe Hauls, ich habe Schminkvideos, ich habe Reviews für euch, Aufgebraucht-Videos. Und, also Unboxings. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mit meinem Sonntag mit diesem Make-up hier anfange. Ich werde jetzt noch für Instagram ein, zwei Bilder gleich machen. Und ja, genau, dann war es das auch gewesen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss, Dankeschön.